Früher wurde Kaffee gekocht, also Wasser aufgebrüht und dann im Filter aufgegossen. Heutzutage hilft meistens moderne Technik. Der Fortschritt beim Kaffeegenuss. Ist er wirklich Fortschritt und wirklich Genuss? Wir haben es getestet. Wir würden gerne wissen, was für eine Art Kaffee Sie am liebsten trinken. Eine normale Kaffeemaschine. Aus Pads, ne? Kaffeepads. Filterkaffee. Oder an der Arbeit haben wir die Kapseln. Nicht frisch gebrüht, am liebsten Latte Macchiato. Kaffee ist das Lieblingsgetränk der Deutschen und moderne Maschinen, die mit Pads oder Kapseln betrieben werden, sind stark im Kommen. Aber ist das nicht eine riesige Umweltsauerei? Bei dem ganzen Verpackungsmüll? Oder schneidet der gute alte Filterkaffee womöglich umweltmäßig schlechter ab? Der wird oft nicht portionsgerecht gekocht und landet literweise im Ausguss. Und aus welchem Maschinensystem schmeckt der Kaffee am besten? Das wollen wir genau wissen und machen den Test. Es treten an. Kaffee aus der klassischen Kaffeemaschine gegen Kaffee aus einer PET-Maschine und Kaffee aus einer Kapselmaschine. Für unseren Test verwenden wir in den drei Brühsystemen den gleichen Kaffee. Nur die Zubereitungsart ist anders. Aber macht das überhaupt einen Unterschied? Ring frei. Welcher Kaffee schmeckt am besten? Der ist am besten. Ja. Dann der? Der hier. Aber eigentlich schmeckt mir der erste am besten. Im Moment führt der Kaffee aus der PET-Maschine. Doch wir haben noch 2 Stunden vor uns. Aber wie sieht es mit der Ökobilanz der verschiedenen Systeme aus? Macht es einen Unterschied, wie wir unseren Kaffee zubereiten? Wir fragen bei der Verbraucherzentrale nach. Also die Ökobilanz von den neuartigen Kaffeeverpackungen, die ist eigentlich relativ schlecht. Wenn man sich anguckt, die Kapseln sind so klein, teilweise aus Aluminium, was energetisch sehr ungünstig ist. Das heißt, man hat auf die Menge Kaffee umgerechnet sehr viel Verpackung. Wenn ich das vergleiche mit einer großen Kaffeetüte, dann habe ich da 500 Gramm Pulverkaffee drin, den ich nutzen kann. Dann habe ich eine große Verpackung für eine ganze Menge Kaffee. Das ist auf jeden Fall für die Umwelt deutlich besser. Das war nicht anders zu erwarten. Der Kaffeefilter ist aus Papier und kommt mitsamt Inhalt in die Biotonne bzw. auf den Kompost. Die Umverpackung in den gelben Sack. Damit ist der Filterkaffee der Sieger der Abfallbilanz mit 0,2 Gramm pro Tasse Kaffee. Auf Platz 2 Kaffee aus der PET-Maschine. Auch das Kaffeepad kann auf den Kompost oder in die Biotonne. Es besteht nur aus Papier und Kaffee. Allerdings, durch die kleinen Portionsmengen der Pads fällt das Vierfache an Müll an. Bilanz 0,8 Gramm pro Tasse Kaffee. Abgeschlagen auf dem 3. Platz Kaffee aus der Kapselmaschine. Egal, ob die Kapseln aus Aluminium oder Plastik sind, beide Portionsverpackungen gehören in den gelben Sack. Eine Kapselmaschine produziert je nach System 2 bis 3 Gramm Abfall pro Tasse, bis zu 15 Mal mehr Müll als Filterkaffee und bis zu knapp 4-mal so viel wie PET-Kaffee. Doch zurück zu unserem Geschmackstest. Über den lässt sich zwar bekanntlich nicht streiten, doch unser Filterkaffee gerät in die Kritik. Da fehlt auch eine Bohne. Mehr Wasser wie Bohne. Und der Kaffee aus Pads. Bisschen bitter. Der ist kräftig. Wie das? Und der Kapselkaffee. Aber es geht nicht allen unseren Testern nur um den Geschmack. Sowohl Pads als auch Kapseln sind aus Umweltgesichtspunkten nicht zu vertreten, weil erheblich viel Müll entsteht. Allerdings haben gut 70% der Umweltbelastungen mit der Verpackung nichts zu tun. So fallen zum Beispiel bei der Herstellung einer einzigen Tasse Kaffee 50 bis 100 Gramm CO2 an. Ein großer Teil davon entsteht wegen der langen Transportwege. Außerdem ist der Wasserverbrauch beim Anbau enorm hoch, bis zu 140 Liter Wasser für 1 Kilo Kaffeebohnen. Doch am meisten belastet der hochindustrialisierte Kaffeeanbau mit Dünge- und Pflanzenschutzmittel die Umwelt. Bei nachhaltig hergestelltem oder Bio-Kaffee ist die Belastung deutlich geringer. Damit liegt der Bio-Filterkaffee in der Umweltbilanz ganz vorne. Aber für eine Einzelperson doch eher unpraktisch.
Wenn ich nur ab und an mal wirklich eine Tasse trinke, dann kann man sich durchaus eine PET-Maschine kaufen. Allerdings sollten es dann Filterpapier-PETs sein. Das verbraucht dann sogar weniger Papier, als wenn ich für eine Tasse Kaffee so einen großen Filter benutze. Ansonsten für größere Gruppen empfiehlt sich aber immer die große Kaffeemaschine mit dem größeren Filter, wo man dann eine ganze Kanne rausbekommt. Doch kann der gute alte Filterkaffee auch bei unserem Geschmackstest bestehen? Mein Favorit wäre der grüne. Den würde ich nehmen. Dann nehme ich den roten. Nach 2 Stunden steht fest. Der schmeckt mir am besten. Das Rennen macht der Kaffee aus der PET-Maschine. Dicht gefolgt vom Filterkaffee. Platz 3, die Kapseln. Fazit, auch in puncto Umweltbelastung sind PET und Filterkaffee besser. Wer die Umwelt wirklich schonen will, sollte dann auch nachhaltig produzierten Kaffee oder Bio-Kaffee kaufen.